Ist okay. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe schon gedacht, oh Gott, morgens um 9, ich glaube, ich wäre gerade nicht da. Aber weil ich einen Vortrag halten muss, bin ich da. Und ich freue mich, dass ihr auch da seid. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen den Morgen versüßen kann mit dem Thema der Prokrastination. Ich erzähle erstmal kurz was zu mir, zu meinem Hintergrund. Und dann geht's ins Thema rein. Also, ich bin Diana. Ich habe Soziologie studiert an der FSU Jena, dann Bachelor gemacht und bin danach nach Berlin an die Internationale Psychoanalytische Universität, da nochmal Bachelor und Master gemacht in Psychologie und habe mich immer schon für destruktive Dynamiken interessiert und deren Betrachtung einerseits soziologisch von der Gesellschaft, aber auch psychoanalytisch aus der Perspektive des Individuums. Und ich fand immer schon spannend, wie der andere oder die andere konstruiert wird und Geschlechterforschung, partizipative Ansätze, Migration und Kultur. Und aktuell arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin und forsche da zu Religionen und patriarchalen Strukturen im Sinne von Frauen und Mädchen in der Bildungsforschung. Also schau mir da wieder destruktive Dynamiken an, einmal aus der Sicht der schulischen Bildung, aber auch im familiären Kontext. Okay, aber heute geht es um was ganz anderes, heute geht es um Prokrastination. Ganz kurz was zum Rahmen, ist das so? Okay, ja. Die Masterarbeit hat in dem Forschungsprojekt Prokrastination und gesellschaftlicher Kontext stattgefunden an der Psychoanalytischen Universität in Berlin. Und das ist eine doppelte Masterarbeit gewesen. Das heißt, ich habe das mit einer sehr guten Freundin und Kommilitonin zusammengeschrieben. Wir haben quasi zwei Masterarbeiten in eine integriert, weil wir beide über das gleiche Thema forschen wollten und die Soziologie halt voll gerne mit reinbringen wollten. Und das wäre dann für eine Masterarbeit ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen haben wir drei große Themen, die ich da mit reinbringen werde gleich in den Vortrag, das relativ divers ist. Auf der einen Seite haben wir die Psychoanalyse, wir haben die Soziologie, wir haben aber auch die Entscheidungsforschung drin, da unsere Betreuersituation ziemlich divers war. Einerseits eine Psychoanalytikerin, andererseits der Direktor vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, der super der Empiriker war und von Psychoanalyse gar nichts gehalten hat. Und das war ganz witzig, die beiden als Betreuer zu haben. Und dadurch kam auch eine ganz interessante Dynamik rein. Und wir haben dadurch, glaube ich, auch ganz gut geschafft, das interdisziplinär zu gestalten. Falls irgendwie Sachen sind, die ihr wissen wollt oder nicht versteht oder nochmal einen Kommentar dazu habt, könnt ihr übrigens einfach reinrufen, ich glaube. Oder machen wir das hinterher? Gibt es da so ein... Okay, dann machen wir es hinterher. Dann hört ihr mir jetzt zu. Okay. Morgen, morgen, nur nicht heute. Dieses Sprichwort kennen wir wahrscheinlich alle. Und das wäre gar nicht so bekannt, wenn wir nicht die Tendenz hätten, das eben doch zu tun. Prokrastination beschreibt das unplanmäßige Aufschieben wichtiger Aufgaben und es geht sehr oft mit einem subjektiven Leidensdruck einher. Es werden einem bestimmte Eigenschaften der Persönlichkeit zugeschrieben. Also es gibt ein Stigma der Dysfunktion, das betrifft irgendwie Faulheit oder man kann sich nicht gut konzentrieren, das wird dann über Leute gesagt oder die sind nicht so ehrgeizig. Und was ganz interessant ist, ist, das wissenschaftlich zu betrachten. Und zwar gibt es keinerlei soziologische, sozialpsychologische oder auch kulturtheoretische Fragestellungen dazu. Zumindest keine, die wirklich umfassend aufgearbeitet wurden. Es ist vor allen Dingen in der quantitativen Untersuchung lokalisiert. Das heißt, dass vor allen Dingen im klinischen Kontext von Prokrastination gesprochen wird, aber da auch nur als Symptom der passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung. Also Prokrastination ist jetzt kein eigenes Störungs- oder Erkrankungsbild, es wird als Symptom der passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung aufgeführt. Und was wir halt interessant fanden, war, dass es keine gesellschaftliche Bezugnahme dazu gibt, keinerlei. Es wurde einfach nur im Individuum lokalisiert und das ist ja oft so der spannende Punkt, dann zu gucken, okay,
Anscheinend sieht es die Wissenschaft so, dass es immer eine Fehlfunktion, eine Dysfunktion, eine Arbeitsstörung im Individuum ist. Aber wie lässt sich das Ganze einordnen? Ich meine, 90% der Leute prokrastinieren. So, es muss doch irgendwie einen gesellschaftlichen Rahmen dazu geben. Wir haben also eine Leerstelle aus der Perspektive von psychoanalytischer Sozialforschung aufgemacht, oder zumindest wollten wir da ein bisschen reingrätschen und wollten uns vor allem den Krankheitsbegriff anschauen bei Individuen, da, wie gesagt, das hier nicht in der Gesellschaft verortet wurde. Wie wurde das jetzt aufgezogen? Wir haben einerseits einen großen theoretischen Rahmen dazu gehabt, wir haben aber auch einen praktischen Teil, und ich fange jetzt mal mit dem praktischen Teil an. Und zwar ist das Projekt in der Forschungsgruppe Prokrastination und gesellschaftlicher Kontext entstanden. Und in dem Rahmen wurden Interviews geführt mit Erwerbstätigen und Studierenden. Ich muss dazu noch kurz sagen, dass wir uns vor allen Dingen oder hauptsächlich die akademische Prokrastination angeschaut haben, da wir ja auch einen Bezug zur Arbeit hergestellt haben und da flexible Arbeitszeiten sehr oft im akademischen Kontext sind, haben wir gesagt, okay, wir schauen uns die Prokrastination von AkademikerInnen an. Das Forschungsinteresse lag einerseits auf den Arbeitsbedingungen, wie gesagt, und zwar hier vor allen Dingen auf subjektivierten Bedingungen. Habt ihr da ein Begriffsverständnis zu, was subjektivierte Arbeit bedeutet? Das ist also, dazu gehören vor allen Dingen flexible Arbeitszeiten, dazu gehört, dass man die Arbeit auch als, das kommt dann später nochmal ganz ausführlich, als identitätsstiftenden Faktor sieht. Dass Arbeit, Arbeit bin ich, das, was ich arbeite, das gehört zu meiner Persönlichkeit. Wenn ich mich vorstelle, erzähle ich erstmal, was ich arbeite. Dass es vielmehr nicht nur so um Lohnarbeit geht, im Sinne von, okay, man malocht halt, damit man irgendwie was bezahlen kann, sondern es ist dann auch immer ein Teil des Individuums selbst. Nicht immer, aber oft. Und deswegen haben wir uns vor allen Dingen auch die akademische Prokrastination angeschaut, unter dem Fokus der Subjektivierung von Arbeit. Wir haben also zwei Perspektiven. Einmal die psychoanalytisch-psychodynamischen Aspekte, das subjektive Erleben. Dazu zählen vor allen Dingen Affekte und Emotionen der Probanden, die wir befragt haben. Und zweitens der gesellschaftliche Kontext, also die gesellschaftliche Bedeutung von Prokrastination. Was uns wichtig war und was wir versucht haben, was ich auch gleich mal mit euch ein bisschen durchgehe, ist das Herausarbeiten der latenten Bedeutung innerhalb des Individuums und der Gesellschaft. Dadurch kommen wir auf Prokrastination, Subjektivierung, Affekt. Was haben wir gemacht? Es gab einen Interviewkorpus, wo bereits einige Interviews geführt wurden. Die waren themenzentriert. Es waren insgesamt 12 Teilnehmende. Man muss sagen, es ist eine qualitative Untersuchung gewesen. Das heißt, die Interviews wurden wirklich seziert und auseinandergenommen. Und deswegen konnte man nicht so viele Interviews auswerten, gerade im Rahmen von der Masterarbeit. Die Probanden und Probandinnen waren vor allen Dingen Erwerbstätige und Studierende zwischen 20 und 45 Jahren. Wichtig war, dass sie am Schreibtisch, am PC arbeiten. Das war eine ganz wichtige Komponente. Und die Methode, die wir angewandt haben, ist die tiefenhermeneutische Textinterpretation. Habt ihr da schon was von gehört, von dieser Methode? Das ist also wichtig, dass man neben Manifesten, auch, also neben den Dingen, die sie ganz klar sagen, man auch latente Inhalte herausarbeitet. Das kann man machen, indem man das Interview aufnimmt und bei der Transkription nicht nur aufschreibt, was sie sagen, sondern auch die Pausen mit aufnimmt, zum Beispiel, oder jeden Versprecher mit aufnimmt. Und da gibt es einmal die vertikale Hermeneutik, dass man sich ein Interview wirklich anschaut und tiefenhermeneutisch interpretiert. Und was wir gemacht haben, ist einmal die vertikale jeweils angeschaut und dann aber auch horizontal. Das heißt, die Interviews miteinander verglichen und zu schauen, was gibt es für Kategorien? Wo sind die Interviewenden sich irgendwie gleich? Was haben sie in dem Erleben, was sich wiederholt? Die Eingangsfrage war, was bedeutet Prokrastination für Sie persönlich? Und dann wurde einfach gewartet, was die Leute erzählen. Und es wurde so lange auch ab und zu mal mit kleinen Fragen nachgefragt, aber die Themen, die die Leute ansprachen, konnten sie selbst wählen und sie konnten auch selbst sagen, wann sie genug gesagt haben. Ich würde daraus jetzt mal ein paar Sachen
vorlesen und euch zeigen, um so ein bisschen zu schauen oder zu diskutieren, was da für Dinge gesagt wurden. Wir fangen an mit Dieter, Masterstudent, viertes Semester. Dieter sagt: Ich kenne das schon alles, die Katzenbilder sehen auch noch gleich aus. Bei tagesschau.de bekommt man auch nur schlechte Laune. Also irgendwie nervt mich diese Sinnlosigkeit darin. Sinnlosigkeit und Ziellosigkeit ist eine Qualität in der Welt, die immer auf Abarbeiten setzt und so, aber trotzdem finde ich, fühle ich mich dabei nicht gut. Ich denke, ach, so ein Scheiß hier, wieder dasselbe wie immer. Könnte ich nicht lieber was Schönes machen? Was da jetzt gemacht wurde, es war jetzt eine nur ganz kleine Textsequenz, ist, dass herausgearbeitet wurde, okay, was sind da für Signalwörter drin? Was hat Dieter gesagt, was man irgendwie einordnen kann? Die habe ich jetzt hier mal fett markiert. Und hier zum Beispiel konnte man Gefühlszustände wie Sinnlosigkeit und Wut herausarbeiten. Als kleines Beispiel, es folgen noch zwei weitere. Anna, Promotionsstudentin, sagt: Das artet immer so aus, bei mir ist es jedenfalls so. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das Fass jetzt noch aufmache, was das alles nach sich zieht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt das mache, wenn ich dieses Buch lese, dann öffne ich so eine Schleuse. Und dann muss ich noch 20 weitere Bücher und jedes dieser Bücher eröffnet wieder so lawinenartig kommt mir das immer vor. Das ist eigentlich hauptsächlich das, was mich abhält, weil ich würde auch sagen, auch Unlust ist es nicht. Was hier ganz interessant war, das haben ganz viele Probanden und Probandinnen gemacht, das mit Metaphern zu arbeiten. Hier haben wir zum Beispiel diese Schleuse, dieses Fass, das lawinenartig. Das wird ganz oft gesagt und das ist ja auch ganz oft dann bei subjektivierten Arbeitsbedingungen der Fall, dass man gar nicht, was ja auch gut ist, also es geht ja gar nicht zu alten Verhältnissen zurückzukehren. Es ist ja eigentlich gut, dass man auch frei bestimmen kann, was man für Themen bearbeitet und wie man das macht. Aber es ist auch die Gefahr, wie Anna hier beschreibt, dass es lawinenartig über einen hereinfällt, weil man einfach zu viele Möglichkeiten hat, was gut ist, was aber auch sehr überfordernd sein kann. Das letzte Beispiel ist Raphael, Bachelorstudent, drittes Semester. Raphael sagt: Nur das schlechte Gewissen ist auch wieder so eine Sache. Es ist eigentlich nur noch so ein leises Wimmern mittlerweile. Es war schon zu viel aufgeschoben. Es ist so viel prokrastiniert worden. Ich habe so viel prokrastiniert, dass es eigentlich mehr nur so das Gurgeln eines Ertrinkenden auf dem Meeresgrund, so das wirklich ein schlechtes Gewissen habe ich da auch nicht mehr. Ich habe mich irgendwann auch damit abgefunden, dass ich eben so arbeite oder eben auch nicht arbeite. Ja, also das Gurgeln eines Ertrinkenden, das war auch ein ganzes Kapitel bei uns, was das, wie man das interpretieren kann. Was ich auch bei dem Beispiel interessant finde, was auch vorhin bei der Anna schon war, ist das Lachen. Wir hatten ziemlich viel, das war jetzt auch schon wieder da, also es ist sobald, wenn es ums Prokrastinieren geht, wird gelacht. Man lacht, wenn man selber erzählt, haha, wieder nur auf YouTube gewesen, und man lacht, wenn man anderen Leuten davon erzählt und die Leute lachen auch mit. Das ist irgendwie was Witziges, aber irgendwie ist es auch voll doll, dass das irgendwie niemand so richtig dem entziehen kann. Und dieses Lachen irgendwie auch als Abwehr zu sehen oder als Selbstironie oder auch so als komplette Resignation, dieses, naja, ich habe jetzt auch kein schlechtes Gewissen mehr, weil es ist so viel, es lohnt sich auch nicht mehr anzufangen. Und als Themen haben wir hier zum Beispiel genau ganz klar Resignation und auch fatalistische Zustände herausgearbeitet. Das waren jetzt nur ganz kleine Beispiele. Es gab natürlich, die Interviews waren ewig lang. Ich habe es da immer nur so ein oder zwei Sätze rausgearbeitet, aber dass ihr so einen ganz kleinen Eindruck bekommt, wie da die Methode war. Das war der praktische Teil zu der Arbeit. Und es gab aber noch den Teil, um den ich mich vorrangig gekümmert habe. Also meine Kommilitonin hat vor allem die Interviews ausgewertet und ich habe den gesellschaftlichen Kontext eingeordnet. Da ging es viel um die Politik der Anerkennung auch im Sinne von subjektivierten Arbeitsbedingungen, dass wenn Arbeit Identität ist und identitätsstiftender Faktor ist, dass es dann auch ganz oft natürlich um neue Anerkennungsmechanismen geht. Und haben versucht, diese Prokrastination in die neuen Arbeitsverhältnisse zu lokalisieren. Was übrigens, was ich gerade noch vergessen habe, ganz spannend ist, ist, dass die wissenschaftliche Betrachtung der Prokrastination offiziell so in den 80er Jahren losging.
Und das war auch genau der Punkt, als es angefangen hat mit flexiblen und subjektivierten Arbeitszeiten. So, also wo das angefangen hat, hat auch das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse auf die Prokrastination angefangen und wurde aber sofort stigmatisiert und in die Klinik gepackt. Weil, wie gesagt, Prokrastinieren tun ja vor allen Dingen, also und damit gar nicht klarkommen, tun ja vor allen Dingen Leute mit einer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung. Also anders ist es ja gar nicht zu lokalisieren. So. Was ich wichtig fand oder wichtig finde, ist nochmal auch zu sagen, dass diese soziale Einbettung von Unsicherheiten ein ganz wichtiger Faktor ist. Also einerseits können wir irgendwie alles machen, zumindest unter gewissen Bedingungen. Aber wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können auf Arbeit gehen, wann wir wollen. Hauptsache, wir machen das, was uns aufgegeben würde. Aber man hat immer dieses latente, schlechte Gewissen, oder? Wenn man nach Hause kommt und irgendwie akademisch arbeitet, dann ist es ja ganz oft so, dass man denkt, na, ich könnte jetzt eigentlich noch einen Text lesen, ich könnte eigentlich noch das machen. Eigentlich ist es ganz oft nicht so, dass man nach Hause kommt und denkt, okay, ich habe jetzt alles gearbeitet, alles wegmalocht, jetzt kann ich Feierabend machen. Und diese soziale Einbettung von Unsicherheiten fand ich einen ganz wichtigen Faktor. Und die Effekte der Interviewten, die ja auch aus der Individuenperspektive nochmal zusammengefasst wurden, waren auch bei unseren 12 Interviewten Angst, Überforderung und Resignation. Der sozialpolitische Hintergrund, wie ich gerade schon meinte, das ist ein doppelter sozialer Tatbestand. Einmal die subjektivierten Bedingungen und auch die Angst vor Unbestimmtheit. Die Angst, dass man immer in Projekten arbeitet, die irgendwie 3 bis 4 Jahre gehen. Was kommt nach dem Master, was kommt nach dem Bachelor, was kommt nach meinem Ref? Dass diese soziale Unsicherheit und Unbestimmtheit eigentlich allgegenwärtig ist, was auch was Gutes ist, weil man gar nicht so festlegen muss und auch wieder tauschen kann und andere Wege einschlagen kann. Nichtsdestotrotz macht es was mit einem. Und eine hohe Evidenz haben auch neben den gegenwärtigen Arbeitsbedingungen auch Steigerungslogiken, Optimierung im Arbeitskontext, Beispiel, ja, ihr kennt wahrscheinlich Hartmut Rosa mit seiner Beschleunigungstheorie, kennt ihr, oder? Habt ihr den schon mal, dass man immer mehr in kürzerer Zeit schafft und immer quasi auf mehreren Ebenen immer größere Profite ertragen muss und dass es quasi ein System permanenter Bewährung ist, dass man eigentlich nie angekommen ist. Was, ich kann das nur noch mal betonen, auch gar nicht der Stil war der Arbeit, ist irgendwie zu sagen, wir müssen wieder zurück zu alten Verhältnissen. Aber trotzdem sich so ein bisschen vor Augen zu halten, was kann das mit uns machen? Oder was macht es mit uns? Was auch wichtig war im Sinne der Psychoanalyse, wirklich auch das Unbewusste im Arbeitskontext herauszuarbeiten und hier eine Brücke zu schlagen zwischen Grundlagen und auch Anwendungsforschung. Dazu meine ich vor allen Dingen auch explorative Designs und induktive Forschung. Das war ein großes Thema der Masterarbeit. Also kennt ihr den Unterschied zwischen deduktiver und induktiver Forschung? Also dass es bei der induktiven Forschung vor allen Dingen darum geht, dass man nicht von der Allgemeinheit auf den Einzelfall schließt, sondern andersrum, dass man eine Beobachtung macht und die dann versucht, genau zu beobachten und daraus dann auch eine Theorie bildet und man gar nicht so richtig weiß, wo es hingeht. Und die Theorie der Arbeit quasi auch erst am Ende entsteht. Also wir wussten auch vorher nicht so richtig, wo der Weg hingeht und haben das dann im Sinne der Interviews und dem Gesagten der Interviews herausgearbeitet. Was wichtig ist für die Zukunft, wären vor allen Dingen auch die Erforschung motivationaler, identitätsbezogener und einstellungsbezogener Prädiktoren in Schule auch, Universität und Arbeitskontext im Allgemeinen. Und wie gesagt, ich kann das nur noch mal betonen, es ist so evident, dass es nur im klinischen Kontext bearbeitet wurde und es geht vielleicht gar nicht darum, Prokrastination als eine eigene Störung jetzt zu deklarieren, aber zumindest so ein bisschen zu entmystifizieren so. Und sich wirklich anzugucken, okay, wo ist das gesellschaftlich verankert? Und die
das Stigma der Dysfunktion zeigt dann wieder das Forschungsinteresse der destruktiven Dynamiken, was ich ja am Anfang gemeint habe. Und was ich ganz wichtig finde in dem Bereich, wie auch in vielen anderen Bereichen, ist, dass es auch hier eine Verschränkung der Disziplinen gibt, dass es ein interdisziplinäres Arbeiten gibt, das gerade durch Psychologie und Soziologie das ganz gut betrachtet werden kann. Und ich deswegen dafür plädiere, immer wieder das interdisziplinäre Arbeiten mehr zu fördern und hier im Bereich Prokrastination, Subjektivierung und Affekt mehr zu etablieren. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören.